Ja, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. An erster Stelle erstmal sorry für diese Videoqualität und den Ton. Wir nehmen das Ganze mit dem iPhone auf, ja, da das Ganze sehr spontan ist. Wir befinden uns heute in Berlin. Wir sind eigentlich nur wegen dem Türkei-Niederlande-Spiel hier hingefahren, ja. Und wir dachten uns ganz spontan, wir machen noch nebenbei eine Foodtour für den Kanal, ja. Das bedeutet, wir werden heute und noch morgen einige Dönerläden besuchen, ja. Wir haben leider nicht zu viel Zeit für andere Läden, deswegen dachten wir uns, weißt du was? Jeder redet immer vom Döner aus Berlin, 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 soll wohl der beste Döner sein. Und da habe ich mir gesagt, komm, Khalas, weißt du was, wir probieren heute Morgen mehrere Dönerläden, ja, und vergleichen das Ganze einfach mit dem Döner aus Düsseldorf, eher gesagt aus NRW, ja, weil wir kennen nur den Döner aus NRW, der ist einigermaßen ganz okay. Und deswegen sind wir gespannt, wie der aus Berlin schmeckt. Wir sind heute bei Ur Imbiss, da wurde uns vorgeschlagen, dann haben wir noch, wie hieß der, Hakikis, da wo Nader mit Speed war. Ogis Gemüse-Kebab vom YouTuber und. Wir werden die alle durchklappern. Ich weiß nicht, ob unser Magen das mitmachen wird, aber wir sind ja nur dafür da, um die ganzen Döner zu testen. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir rein, fangen wir an mit dem ersten Döner. Das Krasse ist, ein Döner. Und das soll der beste Laden sein, hier haben wir gerade mitbekommen. Ein Döner kostet normal 7 Euro. Bei uns fangen die an ab 7,50 Euro. Mit Käse drauf 8 Euro. Also wenn der wirklich so gut schmeckt, dann verlangen die in NRW unverschämte Preise. Dieses Fleisch sieht absolut tasty aus. Aber ist diese deine Laden? Ja. Gut, gut. Abi, mach mir ein typische Döner. Standard typische Döner. Mit Liebe. Söhle, mit Liebe. Mit Liebe, Habibi. Mit Liebe, Habibi. Salat, Dur. Ja? Zwiebel nein, wegen später Date? Nein. Berlin, schöne Frau, ne? Berlin, Berlin. Ja. Davon viel. Bisschen mehr. Jetzt reicht. Das, was ich liebe, ist auf jeden Fall, wenn ihr diese alten Dönertaschentüten haben, Digga, wo dieser Döner-Kebab steht. Das zeigt dieses Traditionelle, einfach diese Flashbacks von früher, Nostalgie, Bruder. Okay, ich bin gespannt. Also, ist klein, kompakt. Jetzt verstehe ich auch, wie Abdel Sachi 7 Döner essen konnte. Bruder, wenn du einmal nach NRW kommst, du schaffst nicht mehr als 3, da stopp. Habibi, ich sag dir jetzt schon mal. Okay, bis zum gleich, ich bin gespannt. Du laberst. Wallah. Moment. Das Fleisch, weißt du, wie das runtergeht, was für einen leckeren Lezzet-Geschmack das hat. Brot könnte ein bisschen knackiger sein, aber die Soßen, 10 von 10, nicht so viel, nicht dieses ekelhafte mit Cocktail, dieses fettige, wo dir übel wird. Kennt ihr das in NRW? Der untere Boden, wenn noch diese ganze Soße und das Öl da dran ist, weißt du? Und das macht einen immer so übel. Und das hier, oh mein Gott, jetzt verstehe ich, warum alle sagen, Berlin hat den besten Döner. Ich könnte locker den ganzen Tag das essen. Wir haben davor gesagt, ey, bevor uns übel wird und wir das nicht so viele Döner hinkriegen, ne? Sag ich ehrlich, wir werden davon viele schaffen. Wir essen auf jeden Fall alle Dönerläden, also wir probieren bei jedem Dönerladen und ganz zum Schluss sage ich ja meine Bewertung für jeden Döner nochmal separat zum Schluss. Aber der ist Baba. Yolasın gelmemiş. Canım benim. So, haben wir jetzt Feierabend nach dem Spiel, schön Klatsche bekommen. Wer ist jetzt natürlich mal wieder Döner. Wir sind jetzt hier bei Doyum, wurde uns von ein paar Berlinern vorgeschlagen, von echten Berlinern. Die haben gesagt, Jungs, beste Döner bei Doyum. Bin ich mal gespannt, probieren wir jetzt. Wir waren auch eben bei diesen, ich sag mal nicht so laut wegen Konkurrenz, muss doch was, Kebab-Gemüse-Döner. War aber, nee, nicht zu, hatten noch ein bisschen auf, aber die hatten gar kein Fleisch mehr. Dann waren wir jetzt hier irgendwo noch bei, keine Ahnung wo, sah nicht so gut aus. Aber hier bei Doyum haben die brutales Dönerfleisch. Okay, wir haben jetzt hier unseren Döner bekommen, ja. Ich habe einfach gesagt, alles drauf, voll. Lange nicht mehr dieses Brot gesehen, dieses dreieckige. Und wallah, genau so ein Brot, wie ich mir das wünsche. Einfach knusprig, schüttel, wie früher dreieckig. Oh mein Gott, ey! Wallah, billa, Ur kann einpacken. Ich hab Wallah gesagt, oh mein Gott. Ich
Ich habe mein Leben noch nie so ein Döner gegessen. Wallah, Billah, ich habe mein Leben noch nie so ein Döner gegessen. Leute, ich komme auf diesen Döner nicht klar. Allein dieses Brot. Genauso muss ein Dönerbrot sein. Knusprig, hart, warm, oh mein Gott. Good night, friends. Wir haben Sonntag, 12.30 Uhr. Wir haben ausgecheckt vor unserem Hotel. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu Juicery, ja? Wir probieren heute endlich die legendäre Jindawi Bowl. Normalerweise hatten wir nur eine Minute von unserem Hotel entfernt, am Moabit, Wonder Waffle. Aber mir hat ein Zuschauer geschrieben, pass mal auf, die Jindawi Bowl stammt eigentlich von Juicery, ja? Das ist das Original. Wonder Waffle schmeckt nicht so gut. Und deswegen sind wir jetzt 15 Minuten mit dem Auto bis hierhin gefahren. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Straße. Links, rechts kann man überall was eaten. Und warte mal, wo ist der Laden? Ah, okay, wir sind da. Digga, ich bin so gehypt, ich bin so gespannt. Ne? Ich erwarte jetzt so viel, wallah. Wehe, diese Bowl enttäuscht mich. Okay, wir haben jetzt hier endlich unsere Jindawi Bowl. Man merkt auf jeden Fall, hier stimmt irgendwas nicht. Hier herrscht böses Blut, Digga. Ich sag denen, gibt's nicht den Schokolöffel? Also nein, bei uns gibt's keinen Zucker. Das gibt's bei den anderen, die uns nachmachen. Vertrau mir, sagt er, ist so, hier gibt's kein. Bruder, ich merke schon, irgendwas ist hier passiert, Bruder. Der Name hat sich geändert. Ich so, ey, warum heißt das nicht mit Jindawi Bowl? Also, wir haben keine Zeit dafür. Willst du kommen oder nicht? Ich so, ja, aber ich hab doch nur gefragt. Also, irgendwas ist hier, ich weiß es nicht so ganz, aber ist mir auch egal. Bruder, endlich kann ich das hier probieren. Ich erhoffe mir so viel, ich verstehe gar nicht, Bruder, woraus das besteht, was das ist. Egal, Leute, bis wieder. Ich warte auf den Wow. Ich warte auf den Wow-Moment. Warte mal, oder kommt das nicht so richtig hoch, was da unten ist noch? Ich habe es mir ein bisschen dickflüssiger vorgestellt. Ein bisschen fester, ist mir ein bisschen zu flüssig. Letzten Endes ist es einfach nur Achai. Ein paar Früchte oben drauf. Ist gut, ist okay, ob es für den Preis gerechtfertigt ist, weil sich ja viele für den Preis beschwert hatten. Und dann, klar, kam mir auch die Antwort, dass das gesund ist, dass die Sachen, die drin sind, teuer sind. Boah, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Oder man merkt auf jeden Fall, ziemlich frisch. Mehr als mehr kann man nicht schmecken. Das ist frisch, lecker so, aber es ist kein Wow, ne? Ist frisch, gut. Für den Preis ist es kein Wow. Ja, Fazit, was soll ich sagen, Digga? 8,5 von 10 wegen dem Preis, war kein Wow-Effekt, ist lecker, ist gesund, 10 von 10, Preis zu teuer, Wow-Effekt war nicht da, deswegen solide 8,5 von 10. So, die Jindawi Bowl kam sehr, sehr geflickt zum Morgen, jetzt geht's weiter mit unserem saftigen Döner. Ich denke mal, wir sind hier richtig, Digga, wo Nadel mit Speed hier waren, wo die am Durchdrehen waren, aber ja, ich glaube schon, müsste der Laden sein. Moruch, wir haben 13 Uhr, ich weiß gar nicht wie viel Uhr. Und der Laden ist jetzt schon rappel, Bruder. Ja, was ist da eine Schlange? Um diese Uhrzeit, das muss was bedeuten. Bin ich hier richtig? Hier war doch Nadel und Speed. Bin ich hier richtig? Sehr gut. Ein Döner, bitte. Habe alles, keine Schaf, keine Tomatengurke. Ich glaube, man muss Nadel oder Speed sein, damit die ein bisschen freundlicher sind. Also ich weiß nicht, Bruder, vielleicht sind die in Stress. Vielleicht muss man Nadel oder Speed heißen, damit die ein bisschen freundlicher sind. Keine Ahnung, wir müssen uns an Berlin noch gewöhnen. Wir haben uns erstmal nur einen Döner bestellt. Wir haben gar keinen Bock hier jeden Tag Döner zu essen, deswegen teilen wir uns den. Schauen wir an, ja. Rot, wieder dreieckig, ich liebe das. Ja, knusprig, sieht normal aus. Halt ein bisschen da. Ich kann das nicht erklären. Ich kann das einfach nicht erklären, was wir in NRW falsch machen und was die richtig machen. Ich verstehe das nicht. Guck mal. In NRW, wir schaffen es nicht einmal, dass das Brot so knusprig wird. Dieses Fleisch, Bruder, das ist so lecker. Du schmeckst, du schmeckst raus, dass das richtiges Fleisch ist. Nicht dieses komische, gestreckte Fleisch aus NRW. Ich muss ganz zum Schluss meine Bewertung abgeben, welcher Dönerladen der beste war. Das war sehr schwierig. Das wird mir nicht leicht fallen. Der ist einfach nur lecker, sauber, frisch, der geht gut runter, der wird nicht schlecht. Kein Öl, keine fettigen Soßen, das ist perfekt. Ich zieh nach Berlin. Ich sag's euch Leute, ich zieh nach Berlin. Dicker, wir werden Berliner dicker. Das Brot ist aber auch sehr leicht. Hammer. Ja, es umhüllt halt nur das Fleisch und den Salat, deswegen ist es auch sehr gut. Er kommt aus der Dönerbranche, er weiß selber, worauf man achten muss. Also du sagst, das Brot ist sehr gut. Das ist auf jeden Fall Döner.
Das ist richtiges Fleisch, ne? Also Döner-Kebab, Bruder. Ja, ja. Das ist bei uns der Drehspieß, so richtig komische Sachen, was wir da haben, ne? Das ist öfteren, ja. Ja. Jetzt bei Goldis Burger, sag mal. Soll wohl hier in Berlin mit der krasseste Burger Smashburger sein. Wir essen ja ganz gerne Smashburger in Langenfeld, Riffies. Wir haben das heute probiert. Hab schon ein paar Mal reingebissen. Ich sag euch ehrlich. Sehr klein, handlich. Ist jetzt gerade nicht viel. Käsesoße, allgemein Soße ist schon heavy, schon viel. Aber das ist jetzt ja krass, das schweißt nicht so. Das Brot ist jetzt nicht so weich, geht nicht wie Butter runter. Ein bisschen schon viel Brot. Also das Brot ist im Gegensatz zu Riffies zum Beispiel gar nicht gut. Fleisch ist okay, aber im Großen und Ganzen ist das für mich nicht irgendwie so relevant, das mit anderen krassen Burgerläden oder Smashburgern zu vergleichen. Ich weiß nicht, wie ihr das selber in Berlin seht, ob ihr sagt, ey, Goldies ist krass hier. Viele haben gesagt, der soll krass sein. Euer Döner ist krass, gewinnt gegen NRW, aber Smashburger gegen NRW, ich glaube, keine Chance. Ja, klar, Bruder. Habt ihr mal Sünder gegessen? Ich nicht. Hä? Feierst du nicht? Ich glaube, ich werde es auch nicht feiern. Sucuk Döner? Ist es nicht. Wir haben viele geschrieben, probieren wir es. Nee, wir haben voll Döner, sie haben zu viel Döner gegessen. Ich wollte eigentlich. Ja, wir gehen jetzt da rein, Bruder. Wie geht's? Wie geht's dir, Alter? Dir, Bruder? Hä? Ja, was ist denn los, Alter? Auf Top Bay oder was? Ja, ja, wir sind aus Hamburg. Ja? Alle Hamburger? Hamburger Jungs? Ja, ja, Hamburger. Hey, 187! Ich habe offiziell meinen Traumladen gefunden. Offiziell meinen Traumladen, Digga. Bruder, mit den ganzen Hajis hier, Batak, seine Mutter hier, okay, alles drum und dran, ein Chai, geil, wallah, genau mein Ding. Leute, wer erinnert sich an diese Gebäude hier? Ja, Summer und Casey Fly. Damals, Fly war das, ne? Fly, ja, ja. Wir hatten die ein Musikvideo gedreht. Krass, einfach in Berlin war das. Man erkennt das sofort an diesen Gebäuden. Einmal da oben und einmal da oben, krass. So, falls euch das fragt, warum meine Augen so Training aussehen. Ich weiß gar nicht, sagt man Training, Alter? Ich musste gerade Augentropfen benutzen, weil ich tot bin, ich habe kaum geschlafen. Wir fahren gleich wieder nach Hause. Wir halten jetzt aber nochmal bei Uggis Gemüsedöner an. Also sind wir schon, wir haben jetzt geparkt. Wir haben auch eine riesen Schlange hier. Wir probieren jetzt einmal den Döner. Normalerweise, ich habe gar keinen Bock mehr auf Döner. Auch gar keinen Platz mehr. Ich will gar nichts mehr essen. Wenn ich zurück zu Hause bin, ich will eine Woche lang nichts essen. Aber das sein muss, auch im Stream auf Twitch haben mir so viele geschrieben. Hier, gib dir mal die Schlange an. Wir haben so viele geschrieben, ey, du musst den Döner hier probieren. Und wenn wir schon hier sind, ich weiß nicht, wann ich wiederkommen werde, machen wir das auf jeden Fall, ne? Okay, wir haben jetzt hier unseren Döner. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, Hähnchendöner gegessen. Wenn dann vielleicht als Kind, ich mag nur Kalb, aber hier gab es nur Hähnchen. Ansonsten hast du hier Gemüse drin, ist auch neu für mich. Ich habe eigentlich immer nur Salat drin, Zitrone, Schafskäse. Alles drinnen. Da bin ich gespannt, Digga. Noch ein Biss. Warte. Asen zueinander. Soll ich den Döner mit NRW vergleichen oder mit hier diesem Döner? NRW. Alle Döner aus Berlin erstmal sind besser als NRW. Das ist ein Fakt, auch der. Erstmal zum Brot, Crunchiness fehlt mir. Das Brot ist für mich ein bisschen zu weich, aber es ist auch eine Geschmackssache. Das ist eigentlich so normal, der Standard. Ich mag es halt wie bei Doyum. Dieses richtig, richtig knusprige, weißt du? Das muss so richtig explodieren. Der Döner an sich gibt einen ganz anderen Flavor. Wegen der Zitrone oben drauf, das macht sehr viel beim Geschmack aus. Dann hast du noch so ein paar Minzblätter. Ich glaube Petersilie und noch ein paar Minzblätter. Das gibt nochmal diesen frischen Kick. Zitrone, Minze. Es ist auf jeden Fall was anderes. Aber gut zu essen, sehr handlich, kompakt. Im Großen und Ganzen für einen Gemüsedöner sehr, sehr lecker. Und es ist Hähnchenfleisch. Ich stehe halt auf dieses aggressive Kalb, dieses, was wir zum Beispiel bei Akiki und den anderen Läden gegessen haben. So ist das für mich neu. Das gibt mir so ein bisschen dieses Gefühl von, dass ich das mittags essen kann. Nicht morgens, so mittags. Nicht vormittags, mittags, weißt du? Wenn ich mal in der Arbeit bin, 12 Uhr Mittagspause habe, weil du hast halt einfach dieses Frühstücksfeeling. So Hähnchen mit Gemüse, Zitrone, Minze, wisst ihr, was ich meine? Also im Großen und Ganzen 8,5 von 10. Wie gesagt, ich bin kein Hähnchen-Fan, weil Döner muss kalt. Brot muss richtig knusprig sein. Aber ansonsten top. Ist lecker.
So, wir wollten gerade nach Hause fahren. Ich habe noch gerade so bei der Kurve gesagt, ey, lass doch mal noch ganz schnell zu Wonderwaffel. Ich konnte das einfach nicht so hinnehmen, dass wir heute Morgen bei Juicery so einen richtig komischen, eine komische Jumbo-Boy probiert haben. Ich habe geschaut, 5 Minuten entfernt, Wonderwaffel. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das auch so flüssig ist oder ob es dickflüssiger ist, wie das schmecken tut, ob sich da vielleicht was unterscheidet. Von den Toppings her sieht auf jeden Fall anders aus, aber ich bin gespannt, Digga. Ich dachte mir einfach, dass eigentlich das Original, wo wir waren, müsste bestimmt krass sein. War eine Enttäuschung. Alter, ich bin gespannt. Ich kann so nicht nach Hause fahren mit dieser Enttäuschung, Digga. Gib's mir. Viel dickflüssiger. Geschmack total anders. Die andere Bowl bei Juicery schmeckt nach Acai. 100% original, das schmeckst du raus. Qualität. Hier schmeckst du einfach nur so Joghurt, Quark, keine Ahnung, Pudding-mäßig mit Geschmacksverstärker. So in der Art, weißt du? Oben Früchte. Das schmeckt auf jeden Fall nicht hochqualitativ wie Juicery. Ist aber dickflüssiger. Ich weiß nicht. Acai schmeckst du sehr schwach raus. Weil Acai bei Juicery war original, 100%. Banane hier oben. Cashew habe ich noch nicht rausgeschmeckt. Datteln. Kam auch noch nicht. Passion Fruit, Raspberry, Strawberry. Ich denke mal, damit sind die Früchte oben gemeint. Aber einfach nur das hier, diese Konsistenz, das ist nicht krass. Was sagst du zum Löffel? Hä? Was sagst du zum Löffel? Keine Ahnung. Schokolade, ich weiß nicht, ganz normal. Du wirst merken, ist lecker, im Großen und Ganzen, aber schmeckt nach so, ich will nicht Chemie sagen, so. Nicht 100% diese Qualität, frische Bowl. Da fand ich Juicery frischer. Okay, wir sind endlich zu Hause angekommen. Das war's auch schon mit der Food Tour. Ja, wenn man das Food Tour nennen mag. Döner Food Tour eher gesagt. Hauptsache, wir konnten den Berliner Döner probieren. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit. Aber mein Fazit dazu, Berliner Döner hat zu 100% gewonnen. Ich habe wirklich in meinem Leben noch nie so einen saftigen und leckeren Döner gegessen. Ja, wenn ich die Döner... sage ich mal, ranken würde auf Platz 1 tatsächlich Hakikis Döner gehen, einfach nur, weil das Brot perfekt war, es war sehr knusprig und sehr leicht im Magen, das Fleisch war sehr gut. Platz 2 wäre Doyum, weil da das Brot noch knuspriger war, aber schon ein bisschen zu hart, so, ich habe gemerkt, wo ich zum Schluss war, dass das Brot leicht hart wird und das bedeutet, das hält nicht so lange frisch, wisst ihr, was ich meine, wie wenn du altes Brot toastest, und es dann nach ein paar Minuten schnell hart wird. So habe ich das leicht in Erinnerung. Also jetzt nicht so übertrieben, aber jetzt so übertrieben gesagt. Ne? Und Platz 3 war Urs Imbiss, weil das Brot war gut, war weich. Es hält auf jeden Fall, ich denke schon, dass es längere Zeit frisch ist und frisch bleibt. Aber ich bin einfach so der Fan von sage ich mal, knackigem Brot. Es muss sehr knusprig sein. Ich mag es einfach, knuspriges Toast auch zu essen. Fleisch, Soßen, Salat war im Grunde genommen nahezu alles gleich. Ich kann das jetzt Ganze nur nach dem Brot ranken. Und vor allem, wenn das Brot so dreckig ist. Ich liebe es. Kommen wir zu den... genau. Und Platz 4, Ogis Gemüsedöner. Warum? Weil ich nicht der Fan von Hähnchen bin. Brot war mir jetzt nicht hart genug. Dieses so Gemüse drin, so, das ist halt Geschmackssache. Das ist jetzt nicht irgendwie so gemeint, von wegen, ich stufe den extra auf Platz 4. Ich bin mir sicher, wenn das kalt wäre und ein ganz normaler Döner, würde er genauso gut wie die anderen schmecken. Aber es ist halt Geschmacksleute. Aber ansonsten wirklich war es sehr, sehr gut. Und ich denke mir schon, dass vieles auch feiern würden, die auf Hähnchen und Gemüse stehen. Smashburger, wir waren wohl beim besten Goldies. Ich weiß nicht, ob das der beste ist, aber wurde so gesagt. War für mich jetzt nicht so krass. Vor allem das Brot hat mich gar nicht umgehauen. Das finde ich, ist wirklich immer noch die 1. Und ansonsten war es das, glaube ich, auch schon. Ah, die Jindawi Bowl. Jindawi Bowl, Leute, ich sage euch ehrlich. Juicery. Zu 100% Top-Qualität. Du hast einfach dieses frische Acai und so weiter rausgeschmeckt. Das war wirklich einfach nur 100% Qualität. War mir irgendwie zu flüssig, habe es mir anders vorgestellt. Und das von Wonderwaffel, absoluter Quatsch. Voller Chemie und also Zucker, Joghurt, einfach Geschmacksverstärker. Ich habe sofort diesen Unterschied rausschmecken können. Wenn ich mich in Zukunft wieder entscheiden würde, dann auf jeden Fall für Juicery. Und ich werde schon wieder probieren, weil ich mag einfach gesunde Sachen. Ich feiere sowas, war denn noch lecker, ob der Preis überteuert ist, ja, denke ich schon, aber was soll man machen, ne? Okay, das war's mit der Food Tour, Döner Food Tour, wie auch immer. Wenn ihr mich gerne in eurer Stadt sehen wollt, ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Stadt, was ich probieren soll, wo ich probieren soll. Ich bin für alles offen, ich habe auf jeden Fall Bock auf sowas in dem Sinne. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ciao.